Hallo Leute und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge von Minecraft Hexit. So, ja, geh doch. So, wo sind wir gerade hier? Ich sehe nur, ich bin hier gestorben. Ach ja, das war ja unser Versuch, hier ins Wasser zu springen. Auf jeden Fall, Leute. Es tut mir so leid, dass die Folgen jetzt nie pünktlich rausgekommen sind. Oder dass überhaupt momentan keine neue Folge, außer hier, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, Minecraft auf dem Gommes-Server, wo ich mit mein, also wo ich gezockt habe, mein Kumpel dabei war. So, jetzt muss ich jetzt mal die Geräusche ein bisschen runterstellen. Jetzt nehme ich ein bisschen laut bei mir. So, aber es tut mir so leid, dass noch keine neuen, also nicht so oft neue Folgen rausgekommen sind. Es tut mir wirklich leid. Ich entschuldige mich so oft. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen erstmal. Ich weiß noch nicht mehr, was wir mal machen wollten. Weil das jetzt schon so. Ich glaube, wir wollten irgendwie die Welt erkunden gehen oder so. Ich habe nur leider keine Ahnung mehr. Nur irgendwie ohne Spitzhacke ist das ein bisschen beschissen, ne? So, auf jeden Fall. Ah. Was ist das, was wir gucken gehen wollten? Und hier so ein fucking Skelett. Da ist es. Ich bring es um. So. Es ist tot. Was haben wir bekommen? Knochen. Wuhu! Wir haben Knochen bekommen, die wir gar nicht brauchen werden. So, auf jeden Fall suche ich jetzt erstmal unser Haus. So, Map. Oh mein Gott. Sind wir weit weg? Ich glaube wirklich, wir waren daraufhin zu gucken, wo, also wo wir hingehen. Wir wollten ja bestimmt ein bisschen die Welt erforschen. So, jetzt futtern wir erstmal hier was. So. Nur diesmal muss ich ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Deswegen habe ich gerade auf meinem Handy geguckt. Weil ich darf leider keine Videos mehr als 15 Minuten machen. Und deswegen bringe ich jetzt erstmal hier die Spinne hier um. Ja, das war der einschließliche Grund. Deswegen darf ich keine Videos länger als 15 Minuten mehr machen. Ja, deswegen muss ich auch jetzt hier das Skelett so umbringen. Davon ist so ein süßes Schokobo. Und so ekelhafter Zombie. Sammeln wir mal die hier die Federn ein, die süßen Federn. So. Noch mehr Federn. Yeah, wir haben Schokobo-Federn. Also, ja, wir bringen mal ein Schokobo um. Hat es uns. Yeah. Wir haben Chocobo-Coin bekommen. Die lassen wir uns später schön schmecken. Ja, toll, ich muss hier vorbeikommen, aber überleben.
Walker. Oh, ich hasse die Geräusche von der Walker. Wie nicht sterben. Am meisten. Deswegen habe ich jetzt keinen Bock hier lang zu gehen. Weil ich weiß, wegen diesen Chance, hier werden noch tausende Walker sein. Oh, jetzt ist er sogar noch ein Bogenschützen. Schütze. Scheiß Deutsch. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwie über den Berg kommen. Oder es heißt wirklich, wir müssen komplett außen herum rennen. So wie es aussieht, müssen wir es auch. Ah! Jetzt kann ich mich schon ein bisschen wieder daran erinnern. Wir sind da über diesen geilen Weg da gelaufen. An dem Schloss mit, glaube ich, einmal mit dem Spider-Man-Teil vorbeigeschwungen. Und dabei sind wir von dem Golem einmal getötet worden. Ja. Ich erinnere mich wieder. Mein Gedächtnis ist zurück. So, auf jeden Fall komme ich gerade nicht hier hoch. Boah, wieso komme ich hier nicht hoch? Boah, das regt gerade auf. Also Leute, ich werde zu 100% mit meinem Kumpel Evil Sniper, den ihr ja gehört habt, als ich ja auf den Gommel-Server gezockt habe, werde ich mit ihm zu 100%, das steht schon fest, wir haben schon geplant, Mating 2 zocken. Er wollte unbedingt ein MMORPG zocken. Unbedingt. Boah. Kein Bock mehr. Jetzt grab ich uns hier hoch. So. Gib mir die Erde her. Hopp, hopp. Nein, ich seh nix. Ich hab nicht gesehen, wo die Sternschnuppe abgestürzt ist. Also Leute, das erste, was wir jetzt machen werden, wir werden gucken, wo die Sternschnuppe ist. Spring doch schnell. Es wird hell. Die Sonne ist auf unserer Seite. Sie sagt zu den Zombies, sie sollen verschwinden. Und ehrlich gesagt, habe ich gerade nicht groß Bock, die Sternschnuppe jetzt wirklich zu suchen. Denn das würde dann noch wieder ein bisschen länger dauern. Es würde sich schon wieder hinziehen. Und dann würden wir eigentlich das nicht hinbekommen, was ich glaube ich gerade machen wollte. Ich wollte nämlich zu unserem Haus zurück. Und endlich mal dir Diamanten wegbringen. Ist mir nämlich ein bisschen zu gefährlich, dann wieder zu sterben und die Diamanten dann einfach wieder hier liegen zu lassen und dann erstmal wieder nach hier rennen. Und spawnen die ja schon wieder. Also Leute, ich kann mich noch an dieses Haus hier erinnern. Wo wir da einfach wirklich gechillt reingegangen sind. Oben war ein Enderman. Und was machen wir? Wir holen uns einfach die Items raus. Yeah. So cool sind wir. Wir sind einfach voll hardcore. Wir gucken den Enderman nicht an. Wir gucken die ganze Zeit weg. So dass er uns nicht sieht. Um an die Sachen zu gelangen. Ja, wir sind halt so cool. So, und wir sind schon auch schon beinahe da. Wow. Auf jeden Fall müssen wir hier runter.
Was gefährlich ist. Fuck, jetzt habe ich zwei Herzen verloren. Und mir beide Beine gebrochen. Trotzdem bin ich noch so drauf, dass ich jetzt noch immer mit beiden gebrochenen Beinen zu unserem Bett laufe. Oh, es tut weh. Es tut dermaßen weh. Aber ich bin so hart drauf und so hart. Ich werde dahin kommen. So, Leute. Endlich hier zu Hause. Und ich lege jetzt die 6 Diamanten hier rein. So. Unsere Schokobo-Federn, unsere Faden und unsere Knochen kommen alle jetzt hier rein. Und dann werde ich mal in den Ofen unsere Keulen schön braten. Ja, so gut sind wir. Auf jeden Fall, Leute. Zocke ich auf jeden Fall jetzt noch. Wir haben nämlich schon bei mir 2 Uhr morgens. So, jetzt esse ich erstmal den schönen Apfel. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Na, schade. Geht nicht, geht nicht. Ah, Mist. Muss ich doch Steinspitzhacke machen. Schade, fuck, das wollte ich doch nicht. Ich wollte mir eine Eisenspitzhacke machen, damit ich direkt da hinten Diamant abbauen kann. Aber so muss ich erst wieder die Eisen suchen. Und bla bla bla. Auf jeden Fall, Leute. Ich mach dann jetzt auf jeden Fall schon mal Schluss. Und bis zum nächsten Mal.